Wow. Alter. Wir sind in 20 Sekunden drin und hier sind mehr Effekte drin, als ich im letzten Jahr gesehen habe. Es gibt nämlich noch ein Video von Circle, weil ich noch nicht geguckt habe. Das ist Nacht von Circle. Ich mach's mal an, ne? Schreibe Songs. Also wirklich, diese Kleinigkeiten. Jetzt haben wir hier 4:3, ne, dieses 90er-Ding. Im Hintergrund den Universe VHS-Effekt von Red Giant, jeder kennt. Und hier hat er sich selbst kurz ausgeschnitten. Und das ist so klein wieder, aber so schön. Also ich guck uns das nochmal an jetzt hier. Das ist wirklich schön, diese Detailverliebtheit. Schreibe Songs für die super cool. Die Zeiten, wo wir sad sind, denn ich glaube. Hier auch, ne, hat er sich rausgeschnitten und geht auch noch über den Rahmen hinweg. Ist natürlich schöne Doppelung. Ist übrigens echt interessant. Wir haben super viel Spiel mit Nostalgie, obwohl er wahrscheinlich die Art von Nostalgie gar nicht selbst erlebt hat. Ich glaube, es ist nicht so leicht, etwas zu ändern und ich sag. Auch hier, es sind, also das Ding ist halt, bei Musikvideos musst, also kannst, solltest, darfst du sehr schnell und sehr bunt werden, aber er nutzt es ja wirklich auch aus. Und ich sag, was ich meine, wenn ich allein bin und verstehe selbst kein Wort, gehe weiter. Also wirklich, du hast ja einfach einen Musiker, der sehr detailverliebt ist, auch in seiner Musik, mit Mixing und allem, aber du hast hier vor allem in den Musikvideos ja wirklich Sekundenentscheidungen. Wort, geh. Hier zum Beispiel, ne, auf bam, 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 auf jede Kick einen kleinen Zeitraffer. Super gut. Ort, gehe weiter, schon eine Zeit lang, doch verlass nie diesen Ort. Wow. Alter. Wir sind in 20 Sekunden drin und hier sind mehr Effekte drin, als ich im letzten Jahr gesehen habe. Hier haben wir ihn wieder ausgeschnitten. Auch schönes Spiel von Mini-DV, also ne, diesen nostalgischen alten Aufnahmen. Wirklich mit einem alten Mini-Rekorder gedreht, offenbar, Mini-DV-Rekorder. Und diesen neuen Aufnahmen hier, weiß ich nicht, mit dem Smartphone oder was er sich an die Decke gehängt hat. Aber es ist so schön gemacht. Das ist ein so cooler Übergang. Mich nochmal gucken, bitte. Wirklich super cool. Mega. Also nur, dass er sich rausschneidet, wieder reinschiebt. Super. Lange ich noch mach, irgendwann ist für mich Nacht. Irgendwie hab ich genug. Glaubst du, mir geht's gerade gut? Ich bleib. Auch schön. Schöne Kameraentscheidung. Hier den Shutter an der Kamera, also die Belichtungszeit so verändert, dass er, wie so verwackelte Fotos sieht es jetzt aus, ne? Super schöne Idee. Guter Einsatz davon auch. Ich sehe oft so keine guten Einsätze davon, wo es einfach so willkürlich reinkommt. Hier finde ich, passt es total in diese Nachtaufnahmen. Ich bleib nicht ganz. Tausend Teile liegen rum. Ich halt nicht stand. Scheiße bringt mich um. Hier, das ist, ach meine Güte, das sind die Mini-DV-Aufnahmen. Schön zusammengebastelt. Wahrscheinlich das Take mit beiden Kameras aufgenommen. Das ist eine gute Idee. Diese Scheiße bringt mich um. Diese Scheiße bringt. Hatte da im Hintergrund Trompeten? Bringt mich um. Glaubst du, bei mir ist alles richtig? So im Hinblick auf den Kopf nehme ich mich selber nicht so wichtig, bin es ich, der mich hier stoppt, lieb. Weil man die Kamera hat, aber jemand von der Treppe ausgefilmt oder was, ne? Hier stoppt, lieb. Ja, das hat jemand in der Hand. Ach so. Jeden Tag, als wär's dein letzter Tag. Was ein Gefühl, wenn schon das. Ja, ja, hier sieht man's auch. Der ist auf einem Hochbett oder was drauf und macht die Kamera von oben. Ist geiles Homemade-Ding. Da steht ein Hochbett, ja, genau. Ende naht. Ach, guckt euch das an, es ist so schön. Es ist so schön, auch mit diesem VHS-Effekt nach hinten. Was für ein. Also, es hat einen geilen Anfang 2000er-Vibe, das Ding. Oder ne. Wow, schon wieder dieser Übergang. Jetzt gehen wir wahrscheinlich wieder in den Refrain, ne? Wir bleiben stilistisch auch sehr klar. Oder nicht, kein Plan, mega. Wie lange ich noch mach. Irgendwann ist für mich Nacht. Irgendwie hab ich genug. Glaubst du, mir geht's gerade gut? Ich bleib nicht ganz. Tausend Teile liegen rum. Ich halt. Schön. Jetzt, also ich mag das total, weil es stilistisch so experimentell unsicher ist gleichzeitig. Wir hatten jetzt hier dieses leicht unscharfe Bild von ihm, wie er hier vor diesem Fenster steht und haben direkt danach nochmal eins in dem gleichen Stil. Ich halt nicht. Die sind so einer leichten Slow Motion. Stand in diese Scheiße.
nicht um. Schreib Songs für die Zeiten, wo wir sad sind. Denn ich glaube, es ist nicht so leicht, etwas zu ändern. Und ich... Ja, die Kamera hängt nicht unter der Decke oder so, sondern es filmt jemand von einem Hochbett. Dann wird das vielleicht doch auch die Sony sein. Trotzdem wieder schön, ganz simpel. Hier ein Licht von der Seite und hier ein Licht von der Seite. Es sind zwei Farben, hier hinten nochmal das Orange. Und du hast einfach schon wieder so ein volles Bild. Hab keinen Plan, wie lange ich noch... Wenn ich einen einzigen Hinweis hätte, einen einzigen, dieser Effekt hier ist der einzige, der overused ist. Ist der einzige, der ein bisschen zu oft benutzt wird. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Camera Shake und was ist das andere hier? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das ist auch Universe. Das ist der einzige, der mir persönlich ein Ticken zu oft vorkommt. Einfach von der Frequenz. Wie lange ich noch mach, kein Plan. Ach, schön. Hier auch. Sieht mir nach Mistfilter auf der Kamera aus, aber sieht super aus. Schön. Irgendwann ist für mich nach, kein Plan, wie lange ich noch. Schön, ach, was für ein cooles Bild schon wieder. Mach, irgendwann ist für mich Nacht, irgendwie hab ich genug. Glaubst du, mir geht's gerade gut? Ich bleib nicht ganz, tausend Teile liegen rum. Ich halt nicht stand, denn diese Scheiße bringt mich um. Kein Plan, wie lange ich noch mach. Yes. Irgendwann ist für mich Nacht, irgendwie hab ich genug. Da sind doch Trompeten im Hintergrund. Wieder so ein schönes Bild. Das ganze Ding hat dieses Gefühl von Freunde, die zusammen rumhängen und so schnappschussmäßige Bilder. Das macht es so schön. Nicht an, denn diese Scheiße bringt mich um. Super schönes Ding. Und ich mache jetzt nochmal, ich habe dafür kein Geld bekommen, ich mag es einfach sehr gerne. Das ist sein Album Uff, habe ich heute per Post bekommen. Darauf ist dieser Song auch drauf, ja. Also das ist so positive, schöne, gute Laune Musik, macht total Spaß. Das ganze Ding gibt es überall, wo ihr Musik streamen könnt. Spotify, iTunes, Deezer, was weiß ich, was es alles noch gibt. Oder auf YouTube gibt es einige Videos. Hört mal rein, schaut mal rein, was der gute Zirkel alles so treibt.